Erfahren Sie in diesem Film Schritt für Schritt, wie sich mit den wasserfest auftrocknenden Lasco Künstleracrylfarben attraktive Patina-Effekte erzielen lassen. Patina beschreibt eine durch natürliche oder künstliche Alterung entstandene Oberfläche. Ihr Geheimnis liegt im Zusammenspiel von reliefartiger Struktur und Farbschichten. Zum Patinieren benötigen Sie folgende Malwerkzeuge: einen Pinsel, ein Malmesser, einen Zahnspachtel und einen weichen Baumwolllappen. Außerdem benötigen Sie Lasco Modellierpaste, Medium, wahlweise Lasco Studio Bronze, zum Beispiel ein Kupferton, oder einen der 16 schillernden Perlacrylfarbtöne. Die Patina-Technik erfordert 4 Arbeitsschritte. Geben Sie im ersten Schritt etwas Lasco-Modellierpaste, zum Beispiel Struktura Natural, auf einen festen Bildträger. Voraussetzung für das Gelingen der Patina-Technik ist eine reliefartige Oberfläche. Achten Sie deshalb darauf, dass diese nach dem Verteilen der Paste Erhöhungen und Vertiefungen aufweist. Für den zweiten Schritt sollte die Paste gut durchgetrocknet sein. Diese wird nun mit Acrylfarbe bemalt. Ich wähle in diesem Beispiel den Kupferfarbton der Lasco Bronze Acrylfarbenlinie. Sie haben die Möglichkeit, aus 8 verschiedenen Bronzetönen auszuwählen. Führen Sie den Pinsel in kreisenden Bewegungen, damit die Farbe gut in die Vertiefungen gelangt. Selbstverständlich lassen sich aber auch Bunttöne der Perlacryl oder Studio Original Farblinie effektvoll einsetzen. Bevor wir den nächsten Schritt angehen, sollte die Acrylfarbe vollkommen trocken sein. Mischen Sie nun einen weiteren Farbton. Hierzu verwende ich ungefähr 1/3 Lasco Studio Original Paints Grau, 1/3 Lasco Medium 1 und 1/3 Wasser. Mit dieser Mischung wird nun die ganze Fläche großzügig bemalt. Mit Vorteil verwenden Sie dazu einen breiten Pinsel. Bevor die Farbe antrocknet, wischen Sie mit einem weichen Baumwolllappen die obere Schicht mit leichtem Druck und kreisenden Bewegungen wieder ab. In den Vertiefungen sollte die nun noch feuchte Farbe liegen bleiben. Dann trocknen lassen. Im letzten und vierten Arbeitsschritt geben Sie wenig von demselben Farbton, welchen Sie beim zweiten Schritt verwendet haben, unverdünnt auf eine Palette. Verteilen Sie eine kleine Menge davon auf einen weichen, sauberen Baumwolllappen und wischen Sie damit über die Oberfläche Ihrer Arbeit. Alle erhabenen Stellen wirken anschließend blank poliert. Übrigens, eine schriftliche Anleitung der Patina-Technik können Sie gerne von der Lasco-Website downloaden.